So, herzlich willkommen. Es ist Donnerstag, der 14. Mai. Wir müssen unbedingt dazu sagen, wann wir das aufnehmen, weil wenn ihr das guckt, kann das vielleicht schon wieder alles ganz anders sein. Heutzutage erledigt sich sowas ja sehr schnell. Und wir haben uns heute hier zusammen gesammelt, um einmal vor dem Restart der DFL darüber zu fachsimpeln, wie wir das so finden, was gut daran ist oder wahrscheinlich auch viel mehr, was daran nicht gut ist und wie das denn die nächsten Wochen so wird. Dazu sitzen wir hier und ich gucke kurz einmal um mich rum, virtuell zu viert und ab und zu ist meine Kamera weg, das macht nichts. Einige dieser Nasen kennt ihr schon, aber wir machen jetzt trotzdem eine ganz kleine Vorstellungsrunde und wir fangen natürlich an mit Anna-Maria. Hallo! Hallo, guten Abend, guten Morgen, moin. Anna-Maria, sozusagen, viele kennen mich im FCSP-Universum, vor allen Dingen über den magischen FC, in dem ich seit, ich glaube, anderthalb Jahren ungefähr so meine Meinungen zum Fußball und dem Drumherum aufschreibe. Und Mike hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit euch über den Wiederanpfiff, Wiederaufnahme der Liga zu sprechen. Und das mache ich heute. Und auf Twitter findet man dich. Unter Frau Hassi. So ist es. Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du da bist. Tim, was tust du hier? Ich glaube, als Anna-Maria zugesagt hat, da wusste sie nicht, weil das weiß ja jetzt außer uns Vieren auch keiner, dass wir schon eine halbe Stunde Technikgespräche, beziehungsweise Mike versucht, die Technik gerade zu kriegen, hinter uns haben. Ich frage mich, was Johnny da für einen hübschen Hintergrund, was machen eigentlich die Hüte da auf den Barhockern Ich da glaube, im das ist so Hintergrund? die Kneipenversion vom Handtuch, weißt du? Also da wird einfach schon der Hut aufgelegt und dann geht man rauchen oder sowas. Das ist ziemlich cool. Ich musste halt nach einem lizenzfreien Bild gucken und dann ist mir das zuerst in die Hände gefallen. Mein Standard-Hintergrundbild für Videokonferenz in der Firma ist das erste Bild, wenn ihr bei einer Suchmaschine eurer Wahl Büro ordentlich eingibt. Dann findet ihr quasi mein Hintergrundbild dafür. Das mache ich doch jetzt mal sofort. Guck mal, Büro ordentlich. Gut, also Tim, Johnny und mich kennt ihr im Zweifel sonst auch schon von den normalen Millerton-Sendungen, deswegen halten wir die Vorstellungsrunde mal kurz. Was haben wir heute vor? Ich wechsle mal ganz kurz auf die PowerPoint, die ihr jetzt hier seht. Wir haben das ein bisschen Dürfen geändert, wir deswegen sehen. Wörter und Themen wie PowerPoint benutzen? Also ich meine, das ist ja fast wie öffentlich-rechtliches Fernsehen hier und wir dürfen ja keine Werbung machen. Ihr seht jetzt einige Wörter geschrieben auf einer digitalen Oberfläche. Präsentation. Und das ist das, was wir heute vorhaben. Nämlich, wir werden natürlich darüber reden, wie finden wir das alles mit diesem Restart der Liga. Wir werden darüber sprechen, wie sie aus unserer Sicht die DFL geschlagen hat in den letzten Wochen. Wir werden einmal das ganze Thema Geisterspiele generell abhaken und was natürlich dabei insbesondere aus FCSP-Sicht zu beachten ist. Und je nachdem, wie viel Zeit wir da noch haben, sprechen wir auch darüber, was sich beim FC St. Pauli sonst so getan hat. Und vielleicht stellen wir sogar noch eine ganz steile These auf, wie die Saison denn zu Ende geht. Dann habe ich vorbereitet ein paar Thesen, mit der wir jetzt einfach mal die ganz grobe Geschichte, wie das alles so ist und damit wir nicht tausend Details hier nochmal aufwärmen müssen. Wie das in den letzten Wochen sich so dargestellt hat und wie wir als Fans uns da so mitfühlen. Und dafür habe ich ein paar Thesen aufgeschlagen und jetzt blende ich uns hier mal wieder ein, damit ihr uns sehen könnt und würde darum bitten, ich lese gleich jeweils einen Satz dazu vor, weil die drei können das jetzt nicht sehen, was ihr jetzt hier schon eingeblendet habt, und dazu jeweils um ein Handzeichen, also sprich Daumen hoch, Daumen runter bitten. Ich werde für die Podcast-Hörer das dann auch entsprechend nochmal vorlesen, wie die drei und ich auch dann da geantwortet haben. Beginnen wir mit der ersten Aussage. Geisterspiele sind komplette Scheiße. Johnny, mit dem geblurrten Hintergrund sehe ich nicht, ob du den Daumen hebst. Ach, jetzt doch. Ja, sehr gut. Also wir sehen vier Daumen nach oben. Ich denke, das ist relativ unstrittig. Die nächste Stell ist. dir mal vor, was das für ein Gespräch werden würde, wenn jetzt jemand den Daumen runtergenommen hätte. Kann ich Ja, dann kannst du auch feststellen. direkt ausladen. Ist auch dann direkt ein Teilnehmer weniger, da sparen wir uns 20 Minuten. Ja, nee, ist keiner dabei. Alle sehen das genauso. Wir haben die nächste These, die da sagt, ein Saisonabbruch wäre besser gewesen als das, was wir jetzt machen.
Ich sehe 3 Daumen nach unten, 1 Daumen zur Seite, der kommt von Anna-Maria. Okay, da haben wir schon mal Diskussionsgrundlage für nachher. Die gesagt haben, also eigentlich können wir alle weitermachen, nämlich ein Saisonabbruch wäre aber noch schlimmer aus finanziellen Gründen. Sprich, alle Vereine pleite. Ich bin dafür. Tim ist auch dafür. Anna-Maria senkt auch hier den Daumen eher so zur Seite und Johnny auch. Okay. Jetzt haben wir die zweite Variante. Ein Saisonabbruch wäre aber noch schlimmer aus sportlichen, sportrechtlichen Gründen. Da sage ich auf jeden Fall Daumen hoch. Anna-Maria auch. Tim auch. Johnny auch. Also da sind wir uns alle relativ einig, dass wir das gerne vermeiden würden. Die nächste These. Dynamo Dresden tut mir leid. Ich sehe. Boah, Tim, ey. Oh, ich sehe Diskussionsbedarf. Das wird mal ein bisschen Feuer in die Runde. Die 20 Minuten, die wir rausgeholt hätten, will er jetzt wieder rein. Ist... Also, wir haben 3 Daumen runter, nämlich von Johnny, Anja-Maria und mir. Und Tim hat sich zu einem Daumen zur Seite herabgelassen, sag ich mal. Da werden wir nachher noch vielleicht nochmal drüber sprechen. Die nächste These. Die DFL bricht die Saison erst ab, wenn pro Liga mindestens x Teams in Quarantäne müssen oder mussten. Ich bitte um Handzeichen einer Zahl. Wenn es mehr als 10 sind, müsstet ihr kreativ werden. Ich sehe eine 3, ich sehe eine 4. Ich mache mal eine 5. Tim? Dann mache ich eine 2. Eine 2? Nee, zählt Dresden schon mit? Dresden zählt mit. Ja, ich mache eine 2. Also wenn ein Team noch, dann brechen die schon ab? Ja, ich meine, das geht ja eigentlich gar nicht. Wenn die jetzt am Wochenende gegeneinander spielen, dann sind die automatisch 2, müssen ja 2 Teams in Quarantäne. Du meinst, wenn dann muss ich auf 3 korrigieren. So. Okay, korrigiere auf 3, okay. Also du meinst, wenn jetzt am Montag zum Beispiel jemand, und dann muss ja nicht nur das Team in Quarantäne, sondern auch das, gegen das sie gespielt haben. Okay, ich sehe das. Es wird dann genau nachvollzogen, jeder einzelne Zweikampf, der stattgefunden hat. Und nur die Spieler, die dann in Zweikämpfen entsprechend verwickelt waren, müssen dann auch mit in Quarantäne. Gibt es dann genaue Auflagen bestimmt nicht. Ja. Nicht. Ich bin ja noch sehr gespannt, was das Thema Sportler angeht, aber da kommen wir später zu. Mir wurde neulich nachgesagt, dass ich beim Radfahren, oder habe ich gelesen, dass beim Radfahren man unbedingt noch 15 bis 20 Meter Abstand halten muss, weil man mit Sport automatisch mehr ein- und aus- und tiefer ein- und ausatmet. Das heißt, Körperkontakt oder nicht, wahrscheinlich müsste dann sogar der Platzwart in Quarantäne. Aber würdest du häufiger laufen, Johnny, müsstest du das auch beim Sport. Aber ich sehe in meiner Adidas Runtastic App, dass du das nicht ernsthaft genug betreibst momentan. Sollten wir nicht nur Handzeichen geben? Ich bin mir nicht so... Okay. Ich seh bei Johnny immer nur auf Twitter einen Tag die Woche, wie viel Bier er getrunken hat. Ein Tag Freitag, die Woche nur? Freitag ist mein Biertag. Okay. Gut, also wir haben ein grobes Stimmungsbild. Wir sehen, dass wir in vielen Dingen uns zumindest nicht komplett widersprechen, aber gehen jetzt natürlich mal der Reihe nach durch. Und vielleicht fangen wir einfach mal an mit dem Thema, wo es ja zumindest einen Daumen zur Seite gegeben hat, nämlich von Anna-Maria zum Punkt, ein Saisonabbruch wäre besser gewesen. Magst du mal deine Gedanken der letzten Wochen kurz zusammenfassen, dahingehend, als du dann immer wieder gehört hast, die DFL will, die DFL will, die DFL will. Wo wäre für dich denn der Punkt gewesen, wo man hätte vielleicht besser sagen können, bis hierhin und nicht weiter? Ich glaube, dass es im ursprünglichsten Interesse der DFL ist, die Liga fortzuführen. Und da würde ich auch erstmal überhaupt niemandem im direkten DFL-Kontext per se sagen, das ist doof, dass ihr alles versucht habt, weiterzuführen. Genauso wie, glaube ich, gerade jeder Arbeitgeber, jeder, der irgendwie wirtschaftlich tätig ist, alles Mögliche versucht, um das entsprechend zu machen. Ich glaube nur sozusagen, dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung viel an Punkte gekommen sind, mit denen sich die Liga zu dem Zeitpunkt überhaupt keinen Gefallen getan hat. Ich kriege das, ich weiß nicht, es ist irgendwie so mittlerweile eine Routine, irgendwas Neues, DFL-mäßiges wird entschieden, wird kommuniziert und ich kriege entweder von Freundinnen, die nicht fußballaffin sind oder irgendwie von Kollegen, Kolleginnen, die ebenfalls Fußball mitbekommen, aber jetzt nicht unbedingt irgendwie aktiv gucken, werde ich dann immer angemotzt, wie doof Fußball ist und wie scheiße das alles ist. Und ich glaube sozusagen so über den harten Kern hinaus
hat das unfassbar viele Sympathiepunkte gekostet. Ich glaube auch gerade in Kombination mit, ich glaube, ihr habt das im Blog so schön mit Don't make stupid people famous bezeichnet. Ich glaube, so genau in diesem Kontext hat man sich überhaupt keinen Gefallen getan in der öffentlichen Wahrnehmung, wie man das Ganze angeht. Und da waren halt einzige, auch einfach sehr kommunikative Ausfälle dabei aus meiner Sicht. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich sage, hat man sich einen Gefallen getan damit, wie man das angegangen ist und zu welchem Zeitpunkt man es auch angegangen ist. Und wenn du meinst angegangen, meinst du die Kommunikation? Also ich bin ja zumindest seit einigen Wochen inzwischen Christian Seifert Fanboy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, er macht das relativ gut und was halt ihm die Brocken vor die Beine schmeißt, ist halt immer dann irgendwelche Einzelfälle von Spielern, von Vereinen, die halt kompletten Mist machen. Ja, also ich glaube ja sozusagen, ich stimme grundsätzlich zu, ich glaube, er hat das genau als der Interessenvertreter, einen Job, den ich by the way auf gar keinen Fall in der aktuellen Situation machen würde, weil am Ende des Tages ist er dann halt auch gegenüber der Politik und gegenüber öffentlichen Vertreter, VertreterInnen einfach Repräsentant des Fußballs und muss da vielleicht auch manchmal Sachen sagen, weiß ich nicht, ich habe den Eindruck gehabt, sieht er das alles hundertprozentig ganz persönlich genauso, da stimme ich dir total zu. Ich glaube dann so dieses einzelne Zitat, das ich immer wieder gerne hochbringe, ich weiß gar nicht, wo die Missgunst gegenüber dem Fußball herkommt, was ist in den letzten Jahren denn falsch gelaufen, sind halt schon so Sachen, wo ich sage, also die Liste, meine Liste zumindest ist lang. Ich glaube, in diesem Konzept oder in diesem Kontext muss man halt auch berücksichtigen, wer sozusagen andere Leute sind und die gerne mal in der Öffentlichkeit rumrumpeln und ob das jetzt irgendwie ein Effenberger ist, ob das ein Lehmann ist, ob das einzelne Spieler sind, ob das auch ein Watzke ist, der sich in irgendwelche TV-Shows setzt, ob das ein Rummenigge ist, wo ja schon auch echt sehr, sehr schwierige Aussagen getroffen wurden. Völler, glaube ich, heute ganz frisch, oder gestern ganz frisch, was ja sozusagen im größeren Kontext schon auch einfach ein Thema ist, das man sich angucken muss und was aus meiner Sicht nicht besonders elegant gelaufen ist. Ja, da stimme ich dir voll zu. Also ich denke, ich finde auch, dass das Problem ist nicht bei das Geisterspiele, dass die DFL versucht, den Fußball die Saison zu Ende zu bringen. Also ich finde das grundsätzlich unproblematisch, weil jedes Unternehmen, was irgendwie so einen Lockdown mitmachen musste, versucht auch den Plan irgendwie durchzuziehen und versucht auch daran irgendwie, dass irgendwie sein Produkt wieder zum Laufen zu bringen, damit wieder Geld reinkommt. Das ist ja schon, finde ich, schon legitim. Was halt echt ganz gemein ist, sind so Volldeppen, die einfach der Meinung sind, also ich meine, wer fragt Jens Lehmann denn überhaupt medizinische Fragen. Ich meine, da muss ich persönlich muss sagen, es ist, finde ich, dann teilweise schon tatsächlich, weil das so natürlich voll so ein, ja, weiß ich nicht, so ein Herzensstück ist von, ja, andere sagen, deutsches Kulturgut sei die Bundesliga oder so. Ich finde das teilweise, dass die Bundesliga schon doch ein bisschen härter bewertet wird und da ein bisschen härter angegangen wird in der öffentlichen Diskussion, als sie es eigentlich verdient hat. Das ist aber zu betrachten ohne so Volldeppen, wie du auch aufgezählt hast. Ne? Also ich meine, wenn es da so irgendwelche Idioten gibt, die irgendwie sagen, ja, wir müssen weiterspielen, damit in den Haushalten, damit da keine Gewalt ausbricht und so. Ich meine, da kannst du halt nur, also das ist halt ein echter Endgegner, auch für so jemanden wie Seifert. So, also finde ich ganz schwierig. Und ich finde, also mein Standpunkt ist dabei, dass es vor allem deshalb so kritisch gesehen wird, weil halt so viele Volldeppen sich dazu äußern können und dürfen. Ja. So wie wir zum Beispiel. So wie wir, genau. Völlig unreflektiert, dumm und einfach nur eine Schlagzeile kreieren. Johnny, wenn du um dich rum in der Kneipe die anderen Leute fragst, wie ist denn da das Stimmungsbild? Ich finde das also ganz schwierig. Hinter mir, also ihr seht meinen Finger nicht so richtig, aber die Runde da hinten, die war ist sehr glücklich und zufrieden damit. Das repräsentiert dann immer so ein bisschen meinen Erzeugerhaushalt, sage ich mal. Also ich kenne genug Leute, die durchaus mit der Fortsetzung der Liga mit Geisterspielen und ohne Fans durchaus zufrieden sind und auch diesen Wirtschaftsgedanken nach vorne tragen. Ne? Das sind ja alles Unternehmen und die müssen ja auch Geld machen und so weiter und so fort. Von daher kenne ich einige, die das gut finden und ich selber bin da kein großer Fan von. Kann aber immer nur so für mich sprechen. Ne? Also ich finde es mega schwierig, dass sich Leute wie Völler, wie Lehmann hinstellen. Und dass diese Informationen dann auch noch so weit durchs Internet getragen werden, wenn sich jemand dazu äußert, der
sicherlich in seiner Funktion als Fußballspieler einiges geleistet hat, das ich nicht in Abrede stellen möchte, aber 2, 3 rhetorische Perlen vielleicht eher lieber für sich behalten hätte sollen. Müssen wir nicht weiter darüber diskutieren. Gehen wir, glaube ich, alle konform, dass das doof ist. Ansonsten ist das ein sehr gemischtes Stimmungsbild. Ich weiß nicht, wie das so bei euch aussieht, aber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ist das halt alles sehr, sehr, sehr divers, sag ich mal. Ja, also bei uns zu Hause ist es so, dass ich auf der Stellung oder auf der Meinung bin, es ist von ganz vielen furchtbar schlechten Lösungen halt noch mit die beste, obwohl ich sie nach wie vor scheiße finde, aber mir fällt halt auch wirklich nichts Besseres ein. Mein Sohn sagt einfach nur, ja cool, dann geht's halt wieder los, habe ich was zu tun. Und wobei das für einen 12-Jährigen schon sehr differenziert sieht, glaube ich. Und meine Frau sagt auch, ey, ich brauche die Scheiße nicht. Ich verstehe nicht, wieso der Fußball da sich tatsächlich so in den Vordergrund spielt. Da haben wir also sehr, sehr harte Diskussionen hier zu Hause. Und obwohl sie eine Dauerkarte hat, also es ist nicht so, dass sie komplett fußballfremd ist. Und ja, da glaube ich, das ist schon relativ auch das, was so die Gesellschaft vom Fußball hat. Also du wirst sicherlich ganz viel Klatschvieh haben, die insbesondere die Leute, die den Doppelpass gucken, wo man da ja eine Umfrage gemacht hat und irgendwie 75% für eine Fortführung der Bundesliga waren. Ja, aber doch auf 36%, also dass es auf 110 gegangen ist, dagegen insofern. Achso, okay, ja, das habe ich dann. Ich gucke das ja nicht, ich habe das nur gelesen. Das ist von Menschen, die auch immer 120% geben. Die können dann halt auch irgendwie 2, 3 Mal abstimmen oder sowas in der Richtung. Okay. Oh, wir haben Sim verloren. Ja, aber wie du schon sagst, die Ermangelung der Alternative finde ich halt ein bisschen schwierig. Ne? Ja, das ist es halt. Ne? Und wo wären wir dann, wenn in, keine Ahnung, 3, 4 Wochen die Saison wieder losgeht und jetzt haben wir, glaube ich, Tim verloren und meine... Er ist wieder da, er hatte zwischendurch nur ein Standbild. Okay, jetzt wir haben uns auch alle einfach nicht bewegt, das ist okay. Ich bin schon seit 3 Minuten weg, aber es ist schlimm genug, dass es dir jetzt erst auffällt. Weil du... Hallo, ich bin schon wieder da. Okay. Deine Küche ist wieder zu sehen, falls du noch den Hintergrund ändern möchtest. Die Kameras gehen hier immer größer und kleiner. Mal schnell den HSV-Topflappen wegpacken, warte aber dann. Ja. Die Ermangelung einer anderen Lösung. Also was hätte man machen können, außer sagen, okay, pausieren und wir setzen irgendwann fort und machen nur noch die Hälfte aller Spiele oder sowas, wenn das Thema durch ist. Das wäre halt auch eine Variante gewesen, mit der ich im Zweifelsfall hätte leben können. Dass man einfach sagt, ja, okay, dann ist diese bisher gelaufene Saison die erste Hälfte und die nächste Saison dann die zweite Hälfte und wir fassen irgendwann 2 Jahre als eine Saison zusammen. Keine Ahnung, sowas in der Richtung. Das ist aber auch alles nur so unausgegorener Kram, den ich mir eben gerade ausdenke. Mir fehlt halt tatsächlich so diese greifbare, echte Alternative. Und von den beschissenen Lösungen, die es gibt, ist die jetzt läuft, eine der nicht ganz so schlimmen. Ja, also das mit wir spielen die Saison dann irgendwann im März weiter, das wäre halt wahrscheinlich einfach praktisch nicht gegangen aufgrund von Vertragssituationen etc. Also ich glaube, das wäre ganz furchtbar in die Hose gegangen, aber... Du weißt, dass ja Vertrag von sich vertragen kommt, aber... ja, im Profifußball vor allem. So ein Vertragswerk ist halt auch immer so ein bisschen Auslegung und Verhandlungssache. Ich meine, das am Ende des Tages, wenn man als... Ich habe ja auch einen Arbeitsvertrag und... Dieser Arbeitsvertrag, da steht jede Menge Kram drin und ich glaube, wenn ich mir den ausführlich durchgelesen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch gelesen, dass ich dem Geschäftsführer jedes Jahr eine Torte zum Geburtstag bringen muss. Das ist halt, in so einem Vertrag kannst du halt ein Märchen reinschreiben, wie du willst. Also da hätte man sicherlich im Zweifelsfall auch Lösungen gefunden. Der große, in Anführungszeichen, und bitte wirklich nur in Anführungszeichen zu dem Vorteil dieser ganzen Pandemiekiste ist ja, dass vielleicht sich dieses Vertragswerk zukünftig etwas ändern kann und wird. Einmal was die horrenden Summen angeht und dann auch was so Ausnahmen und Sondersituationen angeht. Also in Zweifelsfall hätte man sich da bestimmt noch irgendwie zusammengefunden. Ja, wie seht ihr denn das ganze Konzept, beziehungsweise wir gehen jetzt nicht die ganzen einzelnen Bedingungen durch und wir haben gesehen, dass es immer daran scheitert, dass Menschen dieses Konzept befolgen müssen. Das fing an bei Herrn Kalou, das setzte sich jetzt heute fort mit Heiko Herrlich, dem Trainer vom FC Augsburg, der in der Quarantäne einfach mal einkaufen geht und dann auch noch zu doof ist, den Einkaufswagen vernünftig vor sich herzuschieben, beziehungsweise vergisst, dass er so einen haben muss. Grundsätzlich, glaube ich, hat die DFL da tatsächlich so ein bisschen Pionierarbeit geleistet für ganz viele andere, mindestens Sportwettbewerbe, vielleicht sogar Branchen. Und es gibt halt da trotzdem natürlich immer dann Details, die man eher kritisch sieht. Vielleicht
da erstmal, bevor wir da jetzt ins Detail gehen, aber da vielleicht so ein paar Eindrücke, irgendwas, was euch da spontan einfällt, was daran gut, was daran schlecht ist. Anna-Maria, du darfst gerne beginnen, wenn du möchtest. Also ich habe dieses Konzept, ich glaube, man kann das natürlich sehr süffisant und sehr kritisch betrachten. Das habe ich ehrlicherweise auch schon selbst gemacht und man kann das an einzelnen Stellen auseinanderpflücken. Ich glaube, genau wie du sagst, auf der einen Seite sind das Problem normalerweise die Anwender oder die handelnden Personen in jeweils so einem Kontext und das zeigt sich ja gerade auch in diversen Fällen. Ich glaube, das dahinterstehende Problem ist und das ist das, was bei mir auch das große Fragezeichen ist und was auch noch ein zweiter Faktor ist, wo ich sage, es ist jetzt das Richtige, das zu tun. Kriegt man es in diesem Konzept wirklich 100% hin, dass auf jeden Fall Spieler geschützt werden? Und das, glaube ich, kann halt zum jetzigen Zeitpunkt kein Konzept zu 1000% schaffen. Ich bin keine Medizinerin und weit davon entfernt, Medizinstudium abgeschlossen zu haben. Nur wenn ich dann heute höre, dass Heiko Herrlich eben, wie gesagt, einkaufen war, hast du halt wieder eine potenzielle Infektionskette. Mit allem, was wir bisher über diese Infektion wissen, ist es ja, dass wir gewisse Sachen nur sehr wenig machen sollen, weil es Infektionsketten sind. Das kann halt passieren, dass das jetzt, was weiß ich, irgendwie an die Mannschaft etc. pp. Und weitergereicht wird. Und es gibt halt, glaube ich, auch genug Fälle, wo sozusagen ja klar ist, dass die überstandene Erkrankung ein riesiges Problem für die Personen auch noch danach ist. Es gibt eine ganze Reihe von sehr harmlosen Verläufen, überhaupt keine Frage. Aber es gibt dann auch mit Junior Sambia in Frankreich, aber ja auch anderen sportlich sehr aktiven Menschen, Fälle, die davon nachhaltig Probleme und Folgen haben werden. Und ich glaube halt sozusagen, man kann auf der ersten Ebene sich total, habe ich ja auch gemacht, drüber aufregen, ärgern, lustig machen, dass die im Zweikampf alle aufeinandertreffen und vorher im Bus nicht nebeneinander setzen dürfen, weil es einfach auch fragwürdig ist und in sich nicht konsistent und nicht logisch. Ich glaube sozusagen, das Konzept ist dafür da, dass man diesen Spielbetrieb hinbekommt und aufrechterhalten kann. Das ist ja auch das Ziel des Konzeptes, unter maximal möglichem Schutz der beteiligten Spieler und auch der beteiligten Akteure außenrum. Es ist aber, glaube ich, halt auch Tatsache, dass dieses Konzept nicht zu 1000% schützen kann und dass das dann halt auch wirklich nachhaltige gesundheitliche Folgen mit sich tragen kann, was durchaus, finde ich, auch ein Faktor ist. Und bei Gott, ich hoffe auf gar keinen Fall, dass es da irgendwie schlimme Folgen geben wird, aber zum jetzigen Zeitpunkt kann es halt leider keiner wirklich hundertprozentig ausschließen. Und das finde ich auch problematisch tatsächlich. Wie ist denn das, was ich ja nicht verstanden habe bei der Sache, also bei dem Konzept? Ich meine, da steht ja auch schön drin, bei wie viel Grad man die Wäsche waschen soll und so, und dass man das immer alleine machen soll. Aber ich meine, fernab davon, die gehen jetzt, bevor es losgeht, in Quarantäne, dann spielen die das erste Spiel und dann gehen sie ja nicht mehr zurück in Quarantäne, ne? Das hab Das ich, habe ich zumindest so gelesen, ja. das verstehe ich nicht. Also, Ich glaube, du kannst was, einfach also. nicht von den, wie viele Menschen auch immer das sind, verlangen, dass sie für 6, 8, 12 Wochen in komplette Quarantäne gehen, Klar, weil kann ich auch nachvollziehen, klar. so und dann Aber ich musst du meine, darauf. warum? Naja, also ich glaube, die Idee ist, dass du jetzt durch die Startquarantäne einmal quasi die Basis geschaffen hast, weil sollten sich da irgendwelche verschleppten Infektionen noch in den Kadern in Anführungsstrichen befinden, dann hast du sie jetzt damit quasi einmal erledigt. So. Und dann sind sie ja auch nicht mehr infektiös. Herr Drosten möge mich korrigieren, wenn er diesen Podcast hört. Und dann gehst du einfach davon aus, dass es keine weiteren Fälle mehr gibt. Und ich denke, das ist dann spätestens der erste Schwachpunkt dieses Konzepts, weil die Spieler haben Kinder, die Spieler haben Partnerinnen und im Zweifel spätestens das Kind im Kindergarten oder in der Schule wird das Ding irgendwie mal kriegen und nach Hause schleppen und dann bringt der Spieler das in die Mannschaft und dann hast du den Salat. Also sowas kannst du, glaube ich, nicht zu 100% ausschließen, es sei denn halt, du lässt die wirklich für 6 Wochen in Quarantäne. Dann hast du aber so einen Fall wie Dresden, dadurch verzögert sich das nochmal um 2 Wochen oder länger und dann hast du die Leute auf einmal für 8 oder 12 Wochen in Quarantäne und ich glaube, das ging einfach nicht. Und jetzt so ein bisschen habe ich das Gefühl, man ist da halt nach dem Motto Augen zu und durch, wir machen das jetzt erstmal so und wir hoffen, dass es klappt, rangegangen. Das ist Ja. vielleicht nicht das Beste, aber es ist wahrscheinlich alles, was man machen konnte. Es geht ja bei den Maßnahmen zu großen Teilen ja auch nicht darum, das komplett auszuschließen, dass sich jemand ansteckt, sondern das im Prinzip nur das Risiko und die Kontaktpunkte zu minimieren. Das ist ja auch das, weswegen wir als Normalmenschen versuchen sollen, die sozialen Kontakte zu minimieren.
Und man geht dann sicherlich davon aus, dass die Spieler nach den 2 Wochen Startquarantäne im Prinzip gesundes Augenmaß und gesunde Informationen vom Verein mitkriegen, wie sie sich zu verhalten haben. Das mit Kinder im Kindergarten könnte eventuell auch ein bisschen, na immer, jetzt sind wir wieder bei den handelnden Personen, die das dementsprechend umsetzen können oder auch nicht. Kinder im Kindergarten oder in der Schule, das Problem hat sich eventuell ja selbst in vielen Bundesländern von alleine gelöst, weil es halt keine oder nur eine Notbetreuung gibt. Das ist ja auch so ein Thema, das dann gerne wieder hochkocht, dass die Bundesliga wieder anfangen kann, aber das Kind nicht zur Schule geht, beziehungsweise die Eltern keine Notbetreuungsscheine kriegen und die Kinder nirgendwo hinbringen können. Das nächste Problem, was wir haben, wenn jetzt so eine Mannschaft wie Dresden in Quarantäne ist, 2 Wochen lang. Ja, die können zu Hause sich auf einen Ergometer setzen und die können zu Hause eine Runde um ihr Sofa laufen und sowas, das ist ja alles gar kein Thema. Im Profifußball ist ein Trainingsrückstand von 2 Wochen halt schon echt schwierig. Und wenn dann noch ein zweites Team dazukommt, deswegen ist die Zahl von Tim, die eingeworfene von 3, gar nicht mal so unwahrscheinlich. Wenn ein zweites Team und ein drittes Team dazukommt, dann kannst du diesen Trainingsrückstand nicht mehr aufholen und hast einen Wettbewerbsnachteil. Und ich glaube, dass sich jemand, der, ich möchte jetzt keinem Verein zu nahe treten, aber ein Verein in einer Notlage, in einer wirtschaftlichen Notlage, denn das ist ein Abstieg, wird nach jedem Strohhalm greifen und wird das sicherlich irgendwann anfechten. Ich weiß ja nicht, wie die DFL oder generell, wie der Spielbetrieb darauf reagiert und darauf vorbereitet ist. Naja, das generell, haben sie heute versucht, aber offensichtlich nicht geschafft. So Notfallkonzepte sind halt immer, ist halt schön, wenn man welche hat, ne? Wäre auch gut, wenn man die in irgendeiner Form kommuniziert. Naja, sie haben ja dieses Vorhaben, dass ein Saisonabbruch dann zack auch Deadline für die Tabelle ist und so wie die Tabelle dann ist, wird sie halt auch gewertet, also sprich Absteiger, Aufsteiger. Das ist ja das, was irgendwie gestern durchgesickert ist oder vorgestern schon und wo man halt wollte, dass die Vereine das beschließen. Aber also nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Warum sollten Paderborn und Werder und warum sollte zum Beispiel auch der HSV, der auf 3 steht, oder Vereine wie Dresden, die in der zweiten Liga auf Abstiegsplätzen stehen, wie in Wiesbaden, Karlsruhe, warum sollten die dafür stimmen? Also die werden das definitiv schon mal nicht absegnen und Vereine, die vielleicht nah dran sind, werden das auch nicht tun, weil sie befürchten, dann wird die nächste Woche abgebrochen und dann stehe ich vielleicht auf dem Platz. Und vielleicht der ein oder andere Verein, der auch einfach nur ein Gerechtigkeitsempfinden hat, wird auch sagen, nee, das können wir so nicht machen, weil es einfach unfair ist. Und ich glaube auch da, also so sehr ich die DFL für alles, was sie in den letzten Wochen gemacht hat, eigentlich sehr schätze inhaltlich, war das, glaube ich, nicht die beste Idee. Später können wir vielleicht noch über Sachen wie mögliche Spielmanipulation reden. Ne? Also wir passen immer auf, dass Schiedsrichter nicht bestochen werden. Also wir haben jetzt inzwischen gelernt, dass man aufpassen soll, dass Schiedsrichter nicht bestochen werden. Und aber wie einfach ist es jetzt halt vielleicht auch an jemanden an ein Gesundheitsamt ranzutreten und dann halt zu sagen, du pass mal auf, was machen wir da? Also ja, ich würde da noch einen Schritt weiter gehen. Ich meine, meines Kenntnisstandes nach machen die Vereine selbst ihre Corona-Tests. Ich will keinem handelnden Person irgendwas unterstellen, aber das ist also Manipulationsrisiko ist das auf jeden Fall ohne Ende. Ja. Und ganz ehrlich, wenn es meinem Verein ziemlich beschissen geht und es gibt diese Auf- und Abstiegsregelung, die dann bei Saisonabbruch droht und ich stehe aber gerade knapp über dem Strich und habe aber noch Borussia Dortmund und Bayern München in den nächsten beiden Spielen vor mir, weiß ich nicht, wie viele da genau den Gedanken, den ich jetzt habe, auch ausführen würden als Vereinsverantwortliche. Ja, muss ja nicht mal ein Vereinsverantwortlicher sein. Kann ja auch ein fehlgeleiteter Anhänger von Verein X sein, der Verein Y nicht leiden kann und in der Position ist, das zu tun. Ich habe heute gelesen, die Mainzer Spieler werden vom Frankfurter Gesundheitsamt teilweise halt betreut, weil je nachdem, wo die in Frankfurt wohnen. Ich will jetzt einfach auch keinem Gesundheitsamt-Mitarbeiter irgendwas unterstellen. Ich glaube, das ist ein Job mit sehr viel Verantwortung und die werden das bestimmt alle sehr gut machen. Aber es ist, wenn es so kommt, bist du da halt einfach angreifbar und die Verschwörungstheorien sind momentan sehr, sehr stark im Kommen leider und die werden sich dann auch da nicht vermeiden lassen. Und es war natürlich einfach in den letzten Tagen auch zu sehen, der Tabellenletzte der zweiten Liga, Dresden, Quarantäne. Der Tabellenletzte der dritten Liga, Jena, darf nicht trainieren. Thüringen lockert aber die Beschränkungen komplett und erlaubt wieder auch Veranstaltungen mit mehr Leuten. Also das passte alles irgendwie nicht zusammen.
Ja, unbeschränkt, ja. Also das ist alles schon irgendwie sehr merkwürdig. Das macht dann im Einzelnen vielleicht auch regional, die Region Jena mag vielleicht anders sein als der Rest Thürings und so weiter. Trotzdem sind das natürlich alles Dinge, wo du denkst, so ganz logisch ist das nicht, wenn es bei dann, wie viel sind es dann, 56 Vereinen mit der dritten Liga, glaube ich, nur die zwei Vereine komischerweise trifft, die gerade zufällig Ja, Tabellenletzter sind. ich würde da Werder Bremen noch mit reinnehmen, die auch ganz als allerletztes Team Mannschaftstraining wieder aufnehmen durften. Die würde ich da auch mit aufnehmen. Wobei, das stimmt nicht, Aber oder? Aue hat doch auch relativ irgendwie, also ich meine, auch Aue ist ja durchaus in den Tabellenregionen zu finden. Auch die hatten doch irgendwie schon. Und Bremen durfte genauso anfangen wie der HSV in St. Pauli. Also ich glaube, das Ja, aber nicht mit den kleinen Gruppen, oder? Die durften später ins Mannschaftstraining oder Ja, ich irgendwas. Also glaube ein auch irgendwie sowas war das. okay, mag sein. Also ich habe da nur wieder, das ist ja schon, gerade auch in sozialen Netzwerken ist es ja leider sehr häufig so, dass die Bremer Fans im Jammern immer ganz vorne dabei sind, komischerweise, aber das mag der Eindruck auch täuschen. Weil du da kein Torwart mehr bist, Mike, deswegen. Deswegen jammern die? Ja, wahrscheinlich. Okay, ja, wir haben ganz kurz angerissen schon das Thema Kindergarten, sprich, und ich glaube, Anna-Maria hatte das auch auf Twitter schon mal ja, geäußert, was da von der DFL auch an die Spieler und an die Vereine generell an Erwartungshaltung geäußert wird. Und dass sowas wie eine berufstätige Ehefrau und vielleicht Kinder, die man irgendwie betreuen muss, scheinbar in dem Konzept ja nicht vorgesehen sind. Ja, es sind ja nicht mal Ehefrauen vorgesehen, wenn sie zu Risiko, also nicht Ehefrauen, Entschuldigung, Partnerinnen vorgesehen, wenn sie zur Risikogruppe gehören und wenn sie sozusagen sich um ihre eigene Gesundheit Gedanken machen. Die werden dann ja schön einmal nach Belgien verschifft, dass die dann aus der Gefahrenzone raus sind. Also ich glaube, grundsätzlich ist es halt genau wie du sagst. Also mir ist natürlich klar, dass das eine Minderheit der wahrscheinlich doch auch Frauen oder PartnerInnen der Spieler ist, die irgendwie berufstätig sind. Aber da wird ja einfach mal so davon ausgegangen, dass die gerade komplett eine Woche, das ist einfach so in einer eh schon extremen Situation, das ist ja was anderes, jetzt aktuell ohne Kindergarten, ohne Unterstützung sozusagen das komplett zu übernehmen. Ich habe heute Dana Diekmeyer auf Instagram, das ist so meine Guilty Pleasure, verfolgt, die halt schon auch, finde ich, sehr berechtigt massiv am Abkotzen war, dass sie gerade vier Kinder zu Hause hat, ein Kind im Homeschooling und sozusagen drei Kinder, die den ganzen Tag beschäftigt werden sollen. Und Dennis ist jetzt halt auch noch irgendwie in Quarantäne. Also ja, schon sehr spannend auch aus solchen Gesichtspunkten, was da einfach als gegeben angenommen wird, was da dann plötzlich möglich ist. Und man hat dann ja auch, glaube ich, in Düsseldorf gesehen mit dem Kapitän, ich habe den Namen gerade nicht, Oliver Fink, Markus Fink, Oliver Fink, glaube Oliver ich, Fink. der ja auch entsprechend die Quarantäne abgebrochen hat, weil ich glaube, 2 Wochen altes Baby zu Hause ist. Ja, also da habe ich auch keine bessere Lösung für, aber es ist ja schon spannend, wie dann Fußball auch wieder in sehr alte Geschlechtermuster in vielen Fällen zurückverfällt. Ja, also so ein bisschen natürlich schreit da der Widerspruch, A, das ist mit dem Gehalt abgegolten und B, ist ja die Freiwilligkeit für jeden gegeben. Ich glaube, beides ist halt definitiv zu einfach gedacht und kann man so dann auch nicht mit hinnehmen. Die Freiwilligkeit hat sich spätestens dann erledigt, wenn halt deine berufliche Zukunft davon abhängt und ein Nein deinerseits zu der Fortführung eben dann dazu führt, dass dich wahrscheinlich kein Verein mehr unter Vertrag nimmt. Also mag zumindest dann so kommen. Also von daher ist der Punkt sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Gut, wie hat uns denn der FC St. Pauli in den letzten Wochen gefallen in dem Verhalten? Ich habe heute das Gespräch beim Total Beklubbt Podcast unter anderem mit Felix, nee, nicht unter anderem, mit Felix und Elo gehört. Und Felix hat dabei gesagt, er hätte halt aus Nürnberg vom FC St. Pauli so gut wie gar nichts wahrgenommen in den letzten Wochen. Und in so einer Situation wäre das ja tendenziell eher was Positives. Wie habt ihr denn unseren Verein da gesehen? Eine Frage an drei Leute zu stellen, ohne einen konkret anzusprechen, ist immer schwierig. Johnny, magst du anfangen? Ich habe mich bewusst so ein bisschen zurückgehalten. Also ich habe versucht, dass man versucht ja auch so ein bisschen Fußball-Detox zu betreiben, um sich halt eben nicht über Leute aufzuregen, die sich in die Medien stellen und Expertisen abgeben. Und kann von daher bestätigen, dass es relativ wenig zu hören gab auf den großen Kanälen. Der Boulevard hat sich mal, glaube ich, ausgelassen darüber,
wie mit Mitarbeitern in der Geschäftsstelle umgegangen wurde. Da kann ich aber auch absolut gar nichts zu sagen. Und ansonsten ist das erfreulich ruhiges Fahrwasser, finde ich. Ja. Ist auch überhaupt gar keine wertende Antwort gewesen. Ich glaube, Tim ist gerade mit witzigen Dingen beschäftigt. Vielleicht will Anna-Maria erstmal antworten. Pinkelgeschichten von Kleinkindern sind gerade hier irgendwo in diesem Haushalt. Habe ich nicht mehr zu dienen. Nee, ich glaube, ich sehe das ähnlich wie Johnny. Also grundsätzlich ja total ruhiges Fahrwasser. Ich kann nur sagen, als diese Geschichte mit den Arbeitsplätzen hochkam, habe ich 2 SMS geschickt. Also sozusagen, was du gerade meintest, von wegen, werden so schlecht behandelt. Ich habe 2 Leute gefragt, die mir beide erklärt haben, was gerade passiert und fand das total gut. Ich meine, als Redakteur von irgendeiner Tageszeitung, die normalerweise den Schwerpunkt FC St. Pauli hat, ist es halt, glaube ich, musst du ja Geschichten finden. Ja. Das sind dann ja auch tatsächlich Online-Formate, die für ganz andere Zwecke durchgeführt werden, wo dann die Aufsichtsratsvorsitzende sich den Fragen der Mitglieder stellt, was nicht so kommuniziert war. Das ist, glaube ich, gerade, müssen wir vielleicht auch mal eine Gedenkminute für machen, nicht ganz einfach für Sportjournalisten, die normalerweise auf dem Trainingsplatz stehen und da irgendwelche Skandale fabrizieren. Und ich glaube sozusagen so grundsätzlich total ruhiges Fahrwasser. Ich glaube auch, sehr schön den Blick, und das ist aber auch, was ich erwartet hätte vom FC St. Pauli, in dem Kontext über den Tellerrand hinausgerichtet, in Bezug auf Unterstützung von sozialen Initiativen im Viertel, was weiß ich, irgendwie die Rabauken, Trainings, die angeboten wurden, ne, und so, irgendwas ist immer, ist das alles irgendwie sehr männerlastig gewesen, habe ich mich darüber geärgert, auf jeden Fall ja, ist es grundsätzlich, glaube ich, total ruhiges Fahrwasser und richtig gewesen, auch ja, und ich glaube, da gibt's, da hätte es deutlich schlimmer laufen können und deutlich, deutlich schlimmere Sachen geben können. Ja, ich sehe auch bei Tim nicken. Ja, da muss ich nichts mehr zu sagen. Also kann ich nur voll zustimmen. Okay. Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Entschuldigung, wir können noch mal über Geisterspiele generell sprechen. Das habe ich irgendwie übersprungen. Entschuldigung, meine Fehler. Geisterspiel. Wir haben am Sonntag ein Heimspiel. Es wird so gut wie kein Mensch im Stadion sein. Ich glaube, eine Zahl von 200 bis 300 irgendwie für die ersten beiden Ligen unterschiedlich geistert da herum. Und was für die Spieler wahrscheinlich schon mal komplett anders sein wird. Ich glaube, das ist auch tatsächlich dieser überstrapazierte Begriff mental challenging. Wenn man da ein Tor schießt also und bis zu jubelt. Bitte? Außer du bist bei Wolfsburg, dann bist du das schon. Ja. Immerhin Sandhausen bringt die Pappfiguren. Die billigen nehmen wir heute alle mit. Komm, okay. Bitte. Gut, also auf jeden Fall wird es anders sein. Jetzt Sky hat angekündigt, Stadion Atmo über eine Tonspur einzuspielen. Ich habe schon gewitzelt, da wird irgendjemand den FIFA-Sound-File der einzelnen Vereine geklaut haben und dann einspielen. Das wird, glaube ich, peinlich, und ich glaube, das wird hoffentlich auch niemand wählen und schon gar nicht aus dem FC St. Pauli-Kosmos. Aber wie finden wir denn solche Aktionen wie jetzt zum Beispiel von Sandhausen? Die haben gesagt, jeder, der auf seine Dauerkartenrückerstattung oder generell Ticketrückerstattung verzichtet, kriegt eine Pappfigur im Stadion aufgestellt. Also alle anderen können das für den symbolischen Preis von 19 Euro, Gründungsjahr Sandhausen, sich auch dahinstellen lassen. Ähnliches hatte Gladbach vorher schon gemacht. Das ist natürlich auch jeweils wahrscheinlich so ein Hilfeschrei. Wir brauchen irgendwie das Geld und wir versuchen das irgendwie zu erreichen. Wo ist das noch vertretbar? Wo wird es peinlich? Also ich finde alles, wo es darum geht, Fangesänge nachzuahmen oder allgemein so Fankultur, und zwar nicht mit wir basteln uns ein volles Stadion mit Pappfiguren, sondern wo du dann versuchst, irgendwie Torjubel einzuspielen oder Fangesänge einzuspielen, da hört es auf. Also wer ernsthaft jetzt noch versucht, irgendwelche Fans zu simulieren im Stadion, der hat den Grundsatz nicht verstanden, um den es da irgendwie, also was da fehlt überhaupt. Und wenn ich lese, dass Sky versucht, das auch tatsächlich dann, so wie bei FIFA dann entsprechend, dass das ja auch, dass die Stimmung im Stadion und die Lautstärke zunimmt, wenn es spannender wird. Ich meine, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich freue mich auch schon sehr darauf, wenn dann irgendwer in das System da rein
hackt und wir es dann schaffen, im Volksparkstadion in dem Livestream dann unsere Gesänge reinzubringen. Aber ja, da, also das, ich meine, du hättest ja Bullshit-Bingo spielen können. Was fällt Sky ein in dieser Situation? Und du wärst genau das, wäre der Joker gewesen, der ich schlag euch alle Joker. Sky überlegt sich, da Fangesänge einzuspielen. Ich meine, wie blöd kannst du eigentlich sein? Also, aber das war ja irgendwie absehbar. Also es ist das Einzige, was sie hätten machen können. Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der, das muss man davon an der Stelle nicht vergessen, wenn wir über Pappfiguren reden, dann ist es so, dass in Düsseldorf das Stadion bunte Sitze hat, bunte Sitzschalen, damit das immer so aussieht, als ob es voll ist. Das ist also kein neues Phänomen, das wir erleben. Es ist halt nur so, dass es medial in den Fokus tatsächlich rückt. Ich bin da überhaupt kein Fan von. Zugegebenermaßen hat mich diese Papp-Kameradennummer, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wie war der Marketing-Slogan? Also bei Sandhausen reden sie vom Publikum. Genau, vom Publikum. Das war das Einzige, was mich da wirklich, und ich weiß, ihr hasst mich dafür, aber ich fand's gut, also ich habe sehr geschmunzelt. Und das ist der einzige Grund, das Ding in irgendeiner Form gut zu finden. Alles andere ist halt, also es ist ein sehr kaputtes System, der Profifußball, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Wir sehen das halt daran, dass die Vereine schon nach wenigen Wochen im Prinzip an der Insolvenz kratzen. Und wenn du dann irgendwie das versuchst, wieder gut zu machen, was du über Jahre halt hast schlecht laufen lassen durch irgendwelche Pappleute. Ich meine, Mike war auch öfters beim Basketball, wir kennen das Klatschpappenpublikum. Das ist, sorry, da geht ganz viel flöten. Da geht einfach ganz viel kaputt bei. Und ich glaube nicht, dass man sich mit solchen Aktionen vielen Gefallen tut. Ich bin froh oder ich hoffe zumindest sehr, dass es bei den anderen Vereinen nicht so viel Anklang findet. Ich habe gelesen, in dem Kontext ist, also natürlich haben irgendwelche Startups versucht, eine App zu entwickeln, wo du quasi die Lautstärke des Gesangs von deiner eigenen, also zum eigenen Lautsprecher im Stadion steuern kannst und komplette Absurditäten, ganz ehrlich. Also auch so weit weg von irgendwie meiner Erlebensrealität, wie ich Fußball erlebe und auch sozusagen gerne ins Stadion gehe, wo ich also echt. Also das, ich fand das, ich hatte eine Bekannte bezeichnete das so schön mit einer Black Mirror-Folge, die jetzt Realität wird. Also wie kannst du das Ganze so möglichst stimmgeschalten und ganz viele von den Sachen, die da jetzt so aufgekommen sind an Ideen, wären bei mir relativ weit oben gewesen. Aber ich, an sich finde ich das ja schon ganz schön, weil ja dann selbst so Deppen wie Sky, die ja immer von sogenannten Fans sprechen, merken, okay, das ist irgendwie total doof, wenn auf einmal keine Fans mehr da sind, ne? Also das ist auf einmal, dass sie auf einmal merken, okay, irgendwie wir, das Produkt, was wir haben, ist nur so gut, weil da Fans im Stadion sind. Naja, im Intro vor jedem Spiel werden ja auch nicht gerade die einfahrenden Funktionäre gezeigt, sondern es werden immer Fahnen geschwenkt werden, gezeigt. Also die haben schon gemerkt, dass das Produkt Fußball sich besser verkauft, wenn da Leute sich emotional dran binden und das auch ausleben können. Das ist ja nicht das Erste. Genau, aber wenn du das weiterdenkst, dann ist das ja tatsächlich auch jetzt so, dass diese Geisterspielphase, die es dann geben wird, da werden viel mehr Leute merken, wie, ja, weiß ich nicht, scheiße, was für ein Kreisliganiveau wie langweilig das Fußball ist. Hat. Ja, aber habt ihr das Geisterspiel gesehen, das eine schon in der Bundesliga, also Köln, ja. Mönchengladbach? Ja. Habt ihr das gesehen? Also weil, ich muss halt ehrlich gestehen, also ich meine, ich hatte es irgendwie angemacht, war abends zu Hause, es lief hier so nebenbei und ich konnte mich halt echt nicht länger als 3 Minuten auf das Spiel konzentrieren, weil es einfach so alles, also und dann vielleicht sagt das auch mehr darüber aus, wie ich Fußball erlebe, aber so alles, worauf ich normalerweise achte und was meine Ankerpunkte sind in dem Betrachten und in dem Erleben des Spiels, war halt weg. Und dann irgendwie Traineranweisungen ist ja mal ganz interessant und das ist ja auch, was weiß ich, Zettelgeschichten, Jens Lehmann, was war da die Anweisung, das Mysterium überhaupt, schon auch spannende Sachen, überhaupt keine Frage. Aber das lebt doch auch davon, dass ich die Stadionatmosphäre mitbekomme und das sehe. Und also ich fand dieses Spiel so schlimm, dass es mir halt echt, also ich weiß überhaupt noch nicht, ob und wie ich die Spiele anmache, weil das einfach überhaupt keinen Spaß macht, auch ehrlicherweise. Das ist genau wie du sagst, dass sowas dann halt nebenbei läuft. Also das kannst du anmachen und dann kannst du halt, ich habe beim Spiel, glaube ich, sogar gesaugt und die Wäsche aufgehangen, weil es halt einfach nur so, nicht nur, dass es mich immer, ich habe halt gedacht, okay, Derby, da passiert irgendwie, da muss ja was passieren, deswegen habe ich es angemacht, sonst hätte es mich auch nicht sonderlich, also maximal peripher tangiert, um das mal so auszudrücken, aber das war einfach so, ich hatte ein bisschen erwartet, dass man die Beleidigung auf dem Platz hört, also dass man endlich mal mitbekommt, was die Leute sich so untereinander zustecken, aber nicht mal das war und dann war es halt wirklich nach 3 Minuten uninteressant. Ja.
Also ich habe folgende These. Ich habe im vor dem Spielgespräch von Michael mit Fadi von den Nürnberger Nachrichten, was übrigens super ist, also toller Gast, hat sich wirklich, kann ich nur empfehlen, das Gespräch. Da wurde die These aufgestellt, dass das von Sky ein super Marketing-Gag ist, die zwei Konferenzen jetzt an den nächsten beiden Spieltagen zu übertragen. Und ich glaube, das wird das größte Eigentor der Geschichte, weil die Leute werden das sehen und die werden alle feststellen, genau wie ihr das jetzt eben schon gesagt habt, boah, ist das scheiße langweilig, das interessiert mich ja überhaupt nicht. Und die Idee ist natürlich, danach gehen alle, wenn das nicht mehr im Free-TV gezeigt wird, hin und kaufen sich Sky-Ticket oder sonst irgendwas oder so ein Saison-zu-Ende-Gucken-Abo. Im Gegenteil, die werden alle sagen, ja, nee, also den Scheiß muss ich mir auch nicht live antun. Ich warte, wenn überhaupt, dann abends auf die Sportschau oder gucke halt gar nichts. Ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz viele Leute vom Fußball kurieren wird. Und für die meisten wirklich dann tatsächlich dieses Stadionerlebnis wieder in den Vordergrund rückt. Und solange ist, und das ist tatsächlich auch meine Angst vor der nächsten Hinrunde, wenn die komplette Hinrunde in Geisterspielen ausgestrahlt wird, ich glaube, dann hat der Fußball danach gar keine Fans mehr, weil das alle scheiße finden werden. Ja, und ich hab noch diesen Aspekt gehabt, dass ich, also ich meine, ich glaube, wir sind gerade auf einem ganz guten Tabellenplatz, was das angeht, weil zumindest also einigermaßen sicher, und ich klopfe jetzt ganz dringend hier auch auf Holz, einigermaßen sicher, was die direkten Abstiegsplätze aktuell angeht. Und auch nach oben halte ich das eher für unrealistisch aktuell. Also man möge mir gerne das Gegenteil beweisen. Aber stellt euch mal den Horror vor, das ist so 33. Spieltag, ihr seid Platz 16, punktgleich mit Dynamo Dresden und müsst dann so ein Geisterspiel irgendwie im Sky gucken, wo die Konferenz die ganze Zeit abreißt, weil Sky Konferenz, aber der Sky-Stream die ganze Zeit abreißt. Also sorry, aber mehr mich vom Fußball entwöhnen als mit so einem Erlebnis kannst du halt echt nicht. Und dann bist du aufgestiegen und dann sitzt du mit einer Flasche Shampoos alleine traurig zu Hause. Also es ist so, das ist dann ja, finde ich, der nächste Schritt, was aktuell noch ganz, ganz weit weg ist und ich weiß auch nicht, ob wir da hinkommen werden, aber das ist so meine absolute Horrorvorstellung, muss ich gestehen. Das ist ja tatsächlich mein Traum momentan. Die Saison kann, also jetzt davon abgesehen, dass wir hoffentlich drinbleiben. Ich meine, du sagst, wir haben so viel Platz. Es sind halt nur 5 Punkte. Wenn wir Sonntag verlieren, kann das schon wieder ganz anders aussehen. Aber für den HSV kann die Saison ja nur noch super enden. Entweder sie verkacken es oder sie steigen auf und können es nicht feiern. Also ich finde das super. Und nächste Saison erleiden die Schiffbruch in der ersten Liga, gerade wenn es dann tatsächlich vielleicht doch noch eine Aufstockung der Liga geben sollte. Aber wir haben genug über Sky gesprochen. Wie man das Spiel natürlich auf jeden Fall verfolgen kann, ist das AFM-Radio. Tim, ihr habt zumindest die Erlaubnis zu senden. Das ist korrekt. Und das werden wir auch tun. Das wird großartig und ich denke, das sollte für jeden die entsprechende Alternative sein. Ihr habt die Möglichkeit, genau, Genau, dazu, also da es bei höheren Zugriffszahlen, wir arbeiten da noch dran, da es bei höheren Zugriffszahlen ja auch gern mal so ist, dass der Stream dann auch nicht verfügbar ist, arbeiten wir da momentan dran, dass wir die Zugriffszahlen erhöhen können, die zeitgleich zugreifen können, aber würden auch einigen Leuten empfehlen, sich einfach früher einzuwählen. Also nicht erst zum Anpfiff, sondern bereits eine halbe Stunde vorher oder so. Immer sehr hilfreich, wenn dann nicht direkt zum Anpfiff, was weiß ich, wie viele Leute drauf zugreifen wollen, weil das ist eigentlich, ist auch gerne so ein Overkill. Weißt du zufällig, es gibt ja auch die Telefonnummer, die man anrufen kann im Festnetz. Ja, die hat aber nur, ich glaube, 99 Leitungen oder so. Okay, weil das war bei mir in letzter Zeit häufiger mal, dass ich da halt gar nicht erst durchgekommen bin. Aber dann da einfach schon mal Sonntagmorgen um 3 Uhr anrufen und dann draufbleiben. Das ist die moderne Variante von den Stühlen, die bei Johnny im Hintergrund die Hüte, die Stühle sind. Das ist frühzeitig einwählen in die AFM-Leitung. Genau, schon mal den Hut vorstellen, auf die Stuhl legen. Wie Mike so zu Hause sitzt mit seinem Wählscheibentelefon und morgens einmal wählt und das Telefon dann daneben liegt und dann erstmal ein Brötchen holen geht. Das, ja, doch. Ja, so werde ich das tun. Okay, wenn wir noch den Blick in die Glaskugel schmeißen wollen. Wer von uns glaubt denn daran, dass wir die Saison, sei es im Juni, im Juli, meinetwegen auch im August, noch wirklich tatsächlich beenden mit 34. Spieltag und dann gegebenenfalls auch Relegation? Fangen wir vielleicht, Anna-Maria, sag doch mal, was erwartest du? Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht?
Ich habe ja vorhin gesagt, sozusagen drei Quarantänefälle, also drei Mannschaften, also noch zwei, jetzt müssen in Quarantäne, dann wird abgebrochen. Ich finde das super schwierig. Ich kann mir gerade noch nicht einen 34. Spieltag vorstellen, der irgendwann in den nächsten 2 Monaten stattfindet und tatsächlich auch so durchgezogen wird. Und dann wird es zu spät, weil wegen Vertragssituation, sprich im September, Oktober, November, Dezember, kann man es nicht mehr zu Ende spielen? Oder, also das war so das, was ich mich am Anfang halt gefragt habe, was spricht dagegen, das einfach so weit rauszuzögern, wie es halt nötig ist, weil eine neue Saison steht ja nicht im Weg, weil solange wir die Situation jetzt nicht retten können, kriegen wir auch die neue Saison nicht gestartet. Da ist es also wirklich ja nur die Vertragssituation, die ja aber wahrscheinlich europaweit für alle gleich sein wird. Ja, ich glaube ja sozusagen, dass wir ja, wenn du dir die europäischen Kurven anguckst, sondern eher gerade anderen voraus sind im Sinne von Eindämmen und was du wieder frei machen, also was du wieder aufmachen konntest im Land. Ich glaube, das Thema ist natürlich einmal Spielerverträge. Es ist ja aber nicht so, als könnten die Spieler gerade irgendwo anders unter Vertrag genommen werden und da Fußball spielen, außer sie gehen auf die Färöer oder nach Weißrussland, glaube ich, oder fangen an, in Korea Baseball zu spielen, was ich als eher unwahrscheinliche Umschulung wahrnehmen würde. Also ich glaube nicht, dass sie es dann so lange ziehen werden. Okay. Weil ich glaube, du dich irgendwann auch einfach, also weil du dich dann irgendwann auch, glaube ich, komplett unglaubwürdig machst, wenn du dann immer wieder nochmal 2 Monate extra für irgendwas brauchst. Okay. Tim, du hast gesagt, bei noch einem Team und das hat dann Gegner, dann hören sie auf. Ja, glaube ich. Ich habe mich gewundert, als der Spielplan rausgekommen ist, dass sie tatsächlich einen Spielplan jetzt schon gebastelt haben bis Ende Juni. Ich habe gedacht, die wollen das durchtakten mit englischen Wochen. Ich verstehe ich auch überhaupt nicht, muss ich ehrlich gestehen, weil wenn die Belastung sowieso schon so hoch ist und du machst 5 Wechsel, erlaubst du jetzt und so. Ich meine, da musst du, es ist eigentlich fast egal, welchen Fachmann man da fragt, alle sagen, und alle Modelle, auch alle mathematischen Modelle sagen, das kann nicht so sein, dass da nicht irgendwie noch eine zweite Infektionswelle kommt. Weil das muss man ja auch bedenken bei dem Ganzen. Du kannst es im Zweifel, glaube ich, eher, dass sich jetzt gerade ein Fenster auftut, wo man spielen könnte, wenn dann die Teams infektionsfrei bleiben. Aber ich glaube, irgendwann ist das Fenster, geht halt auch wieder zu. Okay. Und ich glaube, deswegen ist es halt auch die Sache, dass man das auf jeden Fall bis zum gewissen Zeitpunkt fertig kriegen will. Ich wundere mich ehrlich gesagt ein bisschen, warum man es nicht noch er hat versucht, fertig zu bekommen, weil ja, wenn man dann... Also mit Dynamo, Dynamo muss die 7 Spiele, 7 Spiele sind es noch, oder? 7 oder 9? 9, glaube ich, oder? 9. Dynamo muss die 9 Spiele, minus sozusagen ja 3 Spiele, das kriegst du ja nicht weiter kondensiert, außer du hast halt komplett ungleichen Wettbewerb, was du ja jetzt schon ehrlicherweise hast, wenn wir uns komplett ehrlich das machen. Den hast du so oder so schon, genau. Also, und da ist es dann... Aber also, es vielleicht könntest du dann... Wie gesagt, gerne... Also ich glaube halt, wenn es dann am Ende so ist, dass du eigentlich nicht mehr, ich sag mal so, spielen könntest im großen Ganzen, aber dann Dynamo noch 2 Nachholspiele hätte, wenn es dann nur noch um die geht, von den ganzen Spielen, dann würde man im Zweifel sagen, komm, die müssen jetzt noch gespielt werden, um die Saison sozusagen abschließen zu können. Ja, aber das und danach machen wir den Laden, müssen wir sowieso wieder 2 Monate zu. Aber siehst du, dass sie den letzten Spieltag nicht als einen Spieltag durchführen? Also weil ich meine, Thema Manipulation hatten wir vorhin schon. Wenn alle gespielt haben, außer Dynamo, ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch 2 Nachholspiele kommen, wenn ich mir angucke, wo die aktuell in der Tabelle stehen. Ja, aber wenn, also ja, grundsätzlich ja, weil sonst Wettbewerbsverzerrung und so. Auf der anderen Seite, wenn du die Möglichkeit nicht hast, also wenn du keine andere Wahl hast, dann wird man das so machen, glaube ich. Also die Alternative wäre ja, wenn am Morgen des 34. Spieltags irgendwo ein Fall auftritt und deswegen die Mannschaft in Quarantäne muss, dann musst du ja alle 9 Spiele mindestens der Liga um 2 Wochen nach hinten schieben, beziehungsweise wahrscheinlich eher um 3 oder 4 Wochen, weil die Mannschaft muss ja aus der Quarantäne auch erst wieder raus etc. Also ich glaube auch tatsächlich, dass man das versucht durchzuprügeln, aber es ist halt ganz viel Glaskugel. Johnny, erzähl doch mal, wenn der Saisonabbruch kommt, was tippst du dann, wie die Saison gewertet wird? Inwiefern? Also meinst du, wie jetzt... Gibt es dann auch einen Absteiger oder so. Gar nichts oder nur Aufsteiger? Ich glaube, dass sie, dadurch, dass sie es schon angekündigt haben, wenn dann abgebrochen wird, dann gilt die Wertung, wie sie jetzt ist.
Und ich glaube, das versuchen sie zu Beginn auch durchaus durchzuziehen. Im Zweifelsfall auch gegen zwei oder drei Gerichtsverfahren. Ich hoffe ja doch, dass es halt ein normales Ende findet. Ich hätte auch schon, ich hätte dem Seifert ja geschrieben, dass wir auch über Roboterfußball reden können. Da ist das Infektionsrisiko relativ gering. Das sieht viel, viel niedlicher aus. Und vor allem allein der Name RoboCup, das kann man so viele gute Sachen mitmachen. Aber ich befürchte, dass sie im ersten Schritt versuchen, es quasi so zu werten, wie es dann ist. Ne? Also die letzten steigen halt ab. Und dass wir dann auf jeden Fall alle vor Gericht wiedersehen. Okay. Und die dritte Liga, was meinen wir da? Wird die noch gespielt? Ist das vor allem, also bei der ersten und zweiten Liga kann ich ja eine Notwendigkeit sehen, das Ding irgendwie zu Ende zu bringen. Ist das in der dritten auch nötig? Ich meine, so viel Fernsehgelder sind da nicht bei. Warum müssen die das unbedingt machen? Hat keine andere Antwort. Also in der dritten Liga ist es echt schwierig, vor allem weil das Meinungsbild ja innerhalb der Liga, ich meine, da kannst du ja sehen, ab Platz 10 wollen das alle abbrechen, ab Platz 9 aufwärts wollen alle weiterspielen, außer Waldhof Mannheim, warum auch immer, das habe ich nicht ganz so verstanden. Die haben Aber wahrscheinlich Angst vor Fanausschreitungen und vor Strafzahlungen, die sie sich dann ja schon nicht mehr leisten können. ja, aber ah Waldhof ja. Mannheim steht doch auf dem Aufstiegsplatz, oder? Und Vielleicht können sie es sich diese Saison einfach deswegen. nicht leisten. Und, also, Ja. das ist jetzt ja alles wieder Verschwörungstheorie, was wir magen. Der tatsächliche Grund ist ja, dass da ein Todesfall in der Familie eines Spielers gab. Zumindest das, was Waldhof nach vorne stellt als Grund. Ja, ich meine, letzten Endes Ja. können wir da bei allen mehr oder weniger nur spekulieren. Notwendigkeit der dritten Liga, dann kannst du aber auch fragen, Notwendigkeit der zweiten und ersten Liga, weil ist das denn wirklich notwendig? Wir reden hier immer noch davon, dass da irgendwie 11 Typen in kurzer Hose, 22 Typen in kurzer Hose den Ball hinterher rennen, dazwischen steht ein Schiedsrichter. Notwendig ist es für keine. Naja, Ja. notwendig in dem Sinne, dass halt die TV-Gelder da dranhängen und man jetzt mal voraussetzt, wenn du die Saison nicht zu Ende spielst, wirst du sie zwar jetzt trotzdem ja ausgezahlt bekommen, aber dann musst du sie halt irgendwie nächstes Jahr mit verrechnen. So, also da sehe ich schon den wirtschaftlichen Druck, den kann man jetzt als ausreichend empfinden oder halt sagen, Bullshit. Aber ich kann es zumindest in der Sache verstehen, dass man so argumentiert. Und diese Argumentation fehlt mir bei der dritten Liga, weil so viel Geld hängt da nicht dran. Da sind die Zuschauereinnahmen, die ja offensichtlich wegbrechen, viel, viel, viel relevanter. Und ich glaube, dass ein Verein wie Kaiserslautern, also dem fehlen ja tatsächlich dann noch viel mal mehr Gelder dadurch. Und das wird für die auch nicht wirtschaftlich sinnvoll sein. Ich weiß nicht, du kannst ja den Stadionbetrieb größtenteils runterfahren. Du musst halt keinen Security mehr bezahlen. Du musst kein Wasserabwasser mehr bezahlen, außer in bestimmten Gegenden des Stadions. Ich glaube, dass das für viele Vereine durchaus noch der Euro ist, den sie halt brauchen könnten, um halt das Und Benzin in den Präsidentenwagen zu tun. Ich weiß es ja nicht. spezieller Fall Kaiserslautern, da ist auch, die zahlen auch keine Stadionmiete gerade an die Stadt. Ja, Das also ist ich ein meine, falsches Beispiel gewählt. ich weiß es, ich habe es im HSV-Kontext gehört, gelesen, denen und der Größe des Stadions fehlen pro Spieltag der Geisterspielstadt durchgeführt wird, 1,1 bis 1,5 Millionen Euro um Einnahmen. Und das ist nicht die Kosten, die du dagegen stellst. Hinten und vorne nicht. Die kriegen ja aber wesentlich mehr als ein Drittligaverein an Fernsehgeldern. Nee, aber ich rede jetzt gerade nicht von Fernsehgeldern, ich rede gerade wirklich von Zuschauereinnahmen und sozusagen Einnahmen über den Spielbetrieb. Und mir ist klar, dass es in der zweiten Liga keinen Verein gibt, der so ein großes, in der dritten Liga, sorry, keinen Verein gibt, der so ein großes Stadion hat. Aber auch Magdeburg ist doch regelmäßig ausverkauft. Ich glaube, das ist nicht so unrelevante Summen, von denen wir gerade sprechen, wenn es sozusagen über Einnahmen über Spielbetrieb geht. Weil wenn ich jetzt mal 60.000 ZuschauerInnen HSV gegen 30.000 Magdeburg, jetzt total einfach gerechnet, ist es die Hälfte, dann sind das irgendwie 5 bis 750. 50.000 Euro Einnahmen, die fehlen, wo ihr mir nicht erzählen könnt, dass das die Ausgaben sind, die du für so einen Heimspielbetrieb hast, zumal du ja Strom und so weiter trotzdem alles brauchst, Security in hoher Zahl mit den aktuellen Vorgaben. Ja, also wie gesagt, mir fehlt da so ein bisschen das Verständnis, wieso die dritte Liga da so drauf pocht oder warum der DFB drauf pocht. Man sagt ja, die DFL versucht den DFB dazu zu bringen, einfach auch um die Rechtssicherheit dann, was die Ligazusammensetzung für die nächste Saison hat oder anbelangt zu haben. Keine Ahnung. Also wahrscheinlich wird es da irgendwo seine Gründe haben. Gut. Wir haben die Stunde Also, fast ich voll. finde, ja, ich, aber dann möchte ich noch ein Thema ansprechen, was ich schon dreimal versucht habe, in einen Blogtext zu gießen.
aber es immer wieder abgebrochen habe. Kann ich ihn was mich ja tut. Dennis Diekmeier. endlich reden wir über die wichtigen Dinge. Was mich ja total stört an der ganzen Sache ist, egal wie das jetzt ausgeht, ne? Also ob wir die Saison zu Ende spielen oder das abgebrochen wird, ich glaube, wir sind alle vier jetzt zumindest so realistisch, dass wir uns alle vorstellen können, vor nächstes Jahr wird sowieso nichts anderes als Geisterspiele geben. Also die Frage ist ja, die man sich dann irgendwie stellen muss, ist, wir wollen irgendwie, ich bin pro Geisterspiele und dass die Saison zu Ende gebracht wird, um einen Wettbewerb zu schützen, in dem der FC St. Pauli auch mitspielt. Aber was ich mich immer frage, ist, wie sieht denn der Wettbewerb aus, nachdem das alles vorbei ist? Weil klar, Bayern München, Borussia Dortmund, die schaffen das irgendwie, Gladbach, die stehen finanziell auch ganz gut da. Und dann wird es in der ersten Liga, kannst du dir ja überlegen, Hoffenheim, Leipzig, Leverkusen, Wolfsburg. Und der Rest kriegt ganz sicher Probleme. Und das, also, ist das der Wettbewerb, den man beibehalten will? Also gut, Hertha BSC auch nicht, weil da irgend so ein windiger Investor da auch, der kann sich nur mit Aufsichtsräten und Trainern und dämlichen Spielern ins Bein schießen. Aber ich meine, das ist ja, da muss man sich ja ganz ernsthaft fragen. Also ich bin ja total für Geisterspiele, weil ich diesen Wettbewerb liebe, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Wettbewerb, den ich jetzt gerade noch so cool fand und finde, ob der in einem Dreivierteljahr, wenn das dann tatsächlich mit Zuschauern weitergeht, ob der noch so da ist. Deswegen habe ich das ja schon weitergesponnen und gesagt, es muss so eine Art Soli-Fonds geben für Vereine oder allgemein für den Ausfall, den man hat durch Zuschauereinnahmen. Weil, kommen wir wieder zum Beispiel Dresden, die tun mir in dem Fall vielleicht sogar ein bisschen leid, weil die machen das Haus voll im Vergleich zu Aue, Wolfsburg, keine Ahnung. Sandhausen. Also es fehlt einfach Verein, auch dem FC St. Pauli fehlt deutlich mehr Geld dadurch, dass Geisterspiele stattfinden, als anderen Vereinen. Und das ist eine Wettbewerbsverzerrung, die es die Vereine, die sich nicht dafür interessieren, den Fußball für Zuschauer zu machen, spielt das total in die Karten. Jetzt natürlich anführen kann, dass die ganze Situation im Profifußball sich dahingehend verändern wird, dass nicht mehr so viel Geld gezahlt werden kann, aus genannten Gründen. Also wenn du jetzt sagst, okay, es gibt halt Vereine, die, wir haben jetzt schon den Punkt, dass es nehmen wir Leroy Sané, der jetzt auf einmal statt 100 oder 80 Millionen 40 Millionen. Schnäppchen, ne? Das wäre einer für uns. Ich habe schon gesagt, ich habe ja auf meine Dauerkartenkohle verzichtet, dafür könnte durchaus schon mal. Aber ich weiß es halt nicht. Also ich finde es halt mega schwierig. Ich finde die ganze Diskussion gut und berechtigt, aber ich glaube, dass sich der Fußball, der sich danach verändert, finanziell verändert und hoffe, obwohl ich weiß, dass es nicht so passieren wird, dass er sich in die richtige Richtung verändern wird. Ich glaube ja, dass das, was Tim anspricht, völlig richtig und korrekt ist. Aber der Umkehrschluss ist dann ja, wenn die Situation irgendwann sich wieder normalisiert, müssen die Vereine, die jetzt diesen Soli bekommen, also Dresden und St. Pauli zum Beispiel, ja dann aber danach den Soli für Sandhausen zahlen, weil sie ja viel mehr Zuschauer haben als Sandhausen. Das kann es also auch nicht sein. Da konnte ich nicht ganz folgen. Naja, du sagst das jetzt... Also das Ding ist auch noch nicht mal ehrlicherweise, ich meine, das Zuschauerthema ist das eine. Das Thema ist ja schon auch, wer sind die potenziellen GeldgeberInnen im Hintergrund? Und also das ist ja was bei Tim ja eigentlich dahinter steht. Ich meine, Zuschauereinnahmen ist, glaube ich, ein relevanter Punkt, der schon auch für uns nachteilig ist als FC St. Pauli. Gar keine Frage, wenn man sich vergleicht mit anderen Vereinen, die Stadien eben regelmäßig nicht voll bekommen. Aber im Hintergrund ist es dann halt doch eher das Hertha BSC-Modell oder das setze wahlweise viele Vereine ein, wo Leute mit sehr viel Geld im Hintergrund immer wieder Geld in die Vereine reinpumpen. Und das wird halt für die deutlich einfacher sein in Zukunft. Dann auch allein, und ich meine, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, allein nicht nur wegen der fehlenden Einnahmen über fehlende Zuschauer, sondern allein, was hat Wolfsburg, was hat Leverkusen, was hat Hertha BSC, was haben die für eine Planungssicherheit jetzt im Sommer? Was heißt das im Vergleich zu Fortuna Düsseldorf, die noch nicht mal wissen, ob sie irgendwie ihre Sponsoren behalten oder so, oder die im Zweifel gerade abspringen und das Stadion ist sowieso leer und so. Aber was, ich meine, die können ja ganz anders planen, können ja viel langfristiger denken. Und selbst bei St. Pauli
wird man jetzt sich, was so Transfers angeht oder allgemein, was so Laufzeiten von Verträgen angeht. Ich meine, was machst du denn als Fußballer, wenn du ein Angebot vorliegen hast von Borussia Mönchengladbach oder Hertha BSC momentan? Und Gladbach kann sagen, oh, sorry, momentan können wir einfach nicht das und das leisten. Und Hertha sagt, oh, Business as usual, wir machen einfach so weiter. Ja, und um den Kreis dann komplett zu machen, hat Wolfsburg unter anderem die Planungssicherheit, weil wir demnächst alle Autokaufprämien ausgeben, weil ja sozusagen der Organisation und das Unternehmen, das da im Hintergrund steht, gerade durch solche Maßnahmen gerettet werden soll, wo du ja komplett an der, also wo ich dann auch irgendwann einfach nicht mehr hinterherkomme, weil das einfach so komplett absurd ist, was da auf verschiedensten Ebenen gerade läuft. Danke, dass du den Punkt nochmal bringst, weil das war etwas, was mir in den Diskussionen der letzten Wochen irgendwie so ein bisschen auch unterging, weil man immer gesagt hat, der doofe Fußball. Immerhin versucht der Fußball, sich aus sich selbst heraus zu retten. Und das beste Gegenbeispiel ist die Autobranche, die noch fette Dividenden zahlt und dann jetzt aber auch noch auf eine Kaufprämie hofft, die aus Steuermitteln finanziert werden soll. Zumindest den Punkt, da ist der Fußball relativ unverdächtig, weil alles das, was jetzt an Kosten kommt, zahlt der Fußball selbst. Aber das nur als kleiner Sidestep. Was ich eben zu Tim sagte mit den Zuschauereinnahmen, war so ein bisschen ketzerisch natürlich, weil du im Endeffekt ja sagst, Vereine, denen jetzt so viele Zuschauereinnahmen flöten gehen, die müssen irgendwie subventioniert werden. Dafür hast du danach dann ja aber irgendwann wieder diese Vereine, die aus Zuschauereinnahmen relativ viel generieren, dann müssten sie dann ja wieder was abgeben, wenn man das umdreht. Ja, aber es ist ja eine andere Situation, ob ich es als Verein schaffe, sozusagen ein Publikum in meinem Einzugsgebiet zu motivieren und zu begeistern, Geld auszugeben, um zu mir ins Stadion zu kommen, was FC St. Pauli ja sowohl hinbekommt bei Heimspielen als auch bei Auswärtsspielen, was Sandhausen, also jetzt, sorry für alle Sandhausener Fans, die sozusagen zugucken, aber als plakatives Beispiel, halt nun mal aufgrund der Stahlkraft nicht hinbekommt. Und das ist aber auch was, was ich aus meiner eigenen Kraft schaffen kann. Da habe ich ja als Verein ganz viele Möglichkeiten, mich attraktiver zu machen für die Menschen in meiner Umgebung, sodass die Bock haben, mich als Verein zu unterstützen. Natürlich ist das nichts, was ich von heute auf morgen ändern kann. Aber dass wir jetzt in einer Situation sind, wo einfach Menschen nicht ins Stadion können, das sind doch schon nochmal zwei verschiedene Kontexte, die du da gerade übereinander legst aus meiner Sicht. Ja, also grundsätzlich kann das Stadion größer bauen und kann das Stadion voll machen und kann sich coole Konzepte überlegen, wie sie alle davon abhalten, zu Hoffenheim zu gehen, an der Region, und stattdessen zu Sandhausen zu kommen, weil es der coole Kumpelverein von um die Ecke ist. Also ja, Sandhausen ist natürlich auch einfach gesagt, natürlich. Sandhausen ist natürlich auch das komplett falsche Beispiel von mir, weil wir wollen ja gar nicht, dass Sandhausen uns subventioniert. Wir wollen das ja eher dann von Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg haben. Ich meine, wie so ein Verein wie Heidenheim oder Sandhausen ist diese Krise natürlich noch schlimmer, weil die haben sich im Grunde was erarbeitet, was sie ja nicht auf die Zuschauer gebaut haben, sondern die haben einfach einen guten sportlichen Wert geschaffen, und diesen sportlichen Wert, den kriegen sie ja rein über Fernsehgeldeinnahmen hauptsächlich, ne? Während das woanders ist, bei St. Pauli sind wir mal ehrlich, klar, da werden jetzt ein paar sagen, das ist nicht mehr mein Pauli und ich hau ab, so, und vielleicht sagen auch noch ein paar andere, ja, Fußball finde ich allgemein ein bisschen doof, aber da werden das Stadion wird trotzdem noch voll werden, wenn wieder Leute ins Stadion gehen. Das heißt, der Wert ist immer noch geschaffen, und die fehlenden TV-Einnahmen, die ja dann auch irgendwie womöglich da sind, wenn die Saison abgebrochen wird, die können dann irgendwie wieder aufgebaut werden. Also der Profi-Club St. Pauli, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit noch bestehen, aber wenn die Saison abgebrochen wird und die TV-Gelder weg sind, dann bin ich mir bei Sandhausen und Heidenheim, ob sie diesen Status Zweitligist, und zwar langjährig, ob sie den halten können. Das glaube ich eher nicht dann, ne? Wenn du dann in der dritten Liga. Dann kommt halt Uerdingen mit irgendwie einem finanzstarken Geldgeber im Hintergrund, die auch jetzt andere Planungssicherheit ich meine, sie haben es letztes Jahr schon versucht und nicht erfolgreich geschafft, aber die ja schon versucht, mit einer anderen finanziellen, jetzt auch wieder nur als Beispiel, mit einer anderen finanziellen Macht eben in höhere Ligen aufzusteigen. Und das, glaube ich, jetzt gerade in so einer Situation kann dir so ein langer Atem und so eine Planungssicherheit, was insbesondere auch Transfers im Winter, im Sommer angeht, schon auch echt einen Unterschied machen. Deswegen meinte ich ja vorhin, es wäre schön, wenn der Fußball sich in die richtige Richtung entwickeln würde, was er wahrscheinlich nicht tut. Also ich meine, generell ist es ja so, dass es betrifft ja nicht nur den Fußball, dass die Einnahmen ausbleiben, und es betrifft halt eben nicht nur diese eine Branche, sondern in vielen Branchen gibt es Probleme. Deswegen wird jetzt der Oligarch nicht weniger Geld haben, deswegen wird jetzt
ein anderer Unternehmer, der Software verkauft, nicht weniger Geld in seinen Fußballverein stecken, aber vielleicht 2 von 10 Investoren werden wenigstens kurz überlegen. Und man kann dann immer hoffen, dass es halt, wie gesagt, besser wird. Also ich habe eher den Eindruck, dass es diesen, den allgemeinen Trend, dieses Untergraben von 50+1, dass es im Grunde durch die jetzige Situation und je länger es Geisterspiele geben wird, umso schneller wird das Rad gedreht, was sowieso schon im Gang ist. Und deswegen frage ich mich persönlich, ob der Wettbewerb, der wieder kommt, wenn Geisterspiele aufgelöst sind, ob das überhaupt noch ein spaßiger Wettbewerb für uns ist oder ob das dann einfach nur noch... Roboterfußball. Ja. Und ich meine, da hat ja auch Christian Seifert in der FAZ, glaube ich, inhaltlich, ich weiß nicht, ob es ein Interview oder ein Artikel war, vor 1-2 Wochen geschrieben, wo er genau solche Themen schon auch indirekt anschneidet. Also jetzt nicht in der Deutlichkeit, wie wir das machen, der vertritt ja auch alle Vereine wieder, wo dann ja auch über Ideen war, wie Fußball neu denken, wie sieht das ganze Finanzmodell und so weiter aus, Beteiligung von Fans, was ja erstmal total schön und gut klingt. Man möge mir zugestehen, dass ich da halt nach dem, was ich auch jetzt die letzten Wochen für ein Gebaren gesehen habe, einfach höchst zynisch bin, dass das tatsächlich zu irgendeinem Ergebnis und zu irgendeiner Änderung führt. Also alleine, wenn ich, und das ist jetzt ein sehr, sehr, sehr billiges Beispiel, wenn ich sehe, auf welche schlimmen Art und Weisen die Vereine jetzt um irgendwelche Fans in der Premier League buhlen und jetzt alle irgendwie gerade den großen Wettbewerb ausgerufen haben, wenn ihr Liverpool-Fan seid, dann seid ihr auch Mainz-Fan, weil wir haben die gleiche Trikotfarbe wie Liverpool und ähnliche Absurditäten. Also, wo ich dann irgendwie, und das sind jetzt 2 verschiedene Themen, wo ich dann auch irgendwie denke, also dieser neue Fußball und diese neuen Ideen sehe ich noch nicht so richtig kommen. Und ich freue mich total, wenn das anders kommt und glaube ich, kriegt dann Christian Seifer, wenn er das hinbekommt, von mir ist viele Sektflaschen höchstpersönlich überreicht, aber man möge mir den Zynismus da zugestehen. Ja, also ich wollte, als Johnny seinen Part beendet hat, sagen, was für ein schönes Schlusswort. Dann ist Tim mir aber mit seiner Desillusionierung dazwischen gegrätscht und hat das alles komplett über den Haufen geworfen. Ja, aber dann können wir Ergebnis tippen für Sonntag, weil das nochmal hier... Das können wir natürlich als Abschluss, beziehungsweise einmal vorweg, von Tim wissen wir, er wird das AFM-Radio machen, dementsprechend also irgendwie das Spiel verfolgen können, visuell. Johnny, was hast du Sonntag um 13:30 vor? Ich habe, wann wird das hier ausgestrahlt? Freitagvormittag wahrscheinlich. Freitagvormittag, dann möchte ich keinen Verstoß gegen irgendwelche Anordnungen und Regularien festlegen und sitze deswegen alleine auf meiner Couch mit einem Mitglied aus meinem Haushalt. Okay. Du darfst sogar einen zweiten Haushalt dabei haben. Ja, also möchte ich ja nicht. Also, ich schätze meine Nachbarn vor allem für das Einhalten des Social Distancing. Ich glaube, der über mir ist HSV-Fan und alle anderen ringsherum beschäftigen sich, glaube ich, damit einfach nicht so richtig. Nee, also tatsächlich gibt es da verschiedene Szenarien und ich bin mir noch überhaupt nicht sicher, was ich machen will, weil ich, je näher das Datum ranrückt, umso unsicherer bin ich mir und umso gespalten ist auch, oder umso durchwühlt ist auch meine Gefühlslage. Also als das alles noch weit weg war, habe ich mir gesagt, ja, kein Thema und so, kriege ich schon irgendwie hin und machen wir schon. Und je dichter es ranrückt, umso mehr vermisse ich halt das mit der Bezugsgruppe irgendwas zu machen und umso mehr würde ich sagen, ja gut, dann treffen wir uns halt alle irgendwo und setzen uns auf die Couch und gucken uns den Scheiß an. Unabhängig davon, dass das halt nicht geil sein wird. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Also ich bin mir nicht sicher. Nächstes Mal möchte ich übrigens Mike eine schnurgebundene Kamera... Die ist schnurgebunden. Frag mich nicht, warum die immer wegrutscht. Ich weiß es nicht. Verstehe ich nicht. Ja. Aber das ist immer noch mein Handy mit einer App. Also ich brauche vielleicht weiter... Das sind die 100 Megabit auch. Die Downloadrate, die hat da Einwirkungen, weil das so schnell ist, das Internet bei Mike. Das funktioniert nicht anders. Mike hat wahrscheinlich irgendwo ein Kabel gelegt und das Bild muss durch diese Kabelkurve und fliegt dann einfach raus. So funktioniert das Internet. Ja, aber die Frage endgültig zu beantworten, ich weiß es noch nicht zu 100%. Es gibt die Möglichkeit, dass ich tatsächlich mit meiner Frau auf der Couch sitze und es nebenbei laufen lasse und dann wahrscheinlich auch wirklich nur nebenbei. Genauso wie die Möglichkeit, dass ich einen anderen Haushalt besuche. Und nebenbei laufen lassen wäre dann Sky oder AFM? Sag nichts Falsches jetzt. Ich schätze Tim sehr und Tim könnte mir tatsächlich auch österreichische Kochbücher vorlesen. Ich würde es gut finden. Aber es besteht immer die Gefahr, dass ich bei seiner, ich will nicht sagen sonoren Stimme, aber er hat eine Stimme, die mich zum Einschlafen bringen könnte. Gepaart mit dem Rumpelfußball, der dann da läuft. Hallo, meine Stimme überschlägt sich, sobald der FCSP kontrolliert die Mittellinie überquert. Immer im AFM-Radio. Was halt nicht so häufig passiert. Aber wenn, dann richtig.
wachst dann rechtzeitig wieder auf. Tatsächlich ist AFM-Radio jetzt durchaus die Alternative, die ich in Betracht ziehen werde. Was ja immer, also was eine Bekannte von mir macht, ist die wohnt in Bayern, die schaut Sky und macht sich dazu das AFM-Radio an und synchronisiert das dann. Wollte gerade sagen, der Zeitversatz ist ja irgendwie ein bisschen schwierig, ne? Ja, aber wenn du einen Receiver hast, dann kannst du es ja eigentlich gut hinkriegen. Habe ich ja nicht. Ich habe ja nichts. Ich bin mittellos. Ja, ja. Okay. Das ist gar nicht meine Wohnung. Ich muss in eine Kneipe gehen hier oben. Internet ist auch auf 24 Stunden begrenzt. Okay. Anna-Maria, Sonntag, 13:30 Uhr. Wo wirst du sein und verfolgst du dann das Spiel? Wenn ja, wie? Ich weiß es tatsächlich auch noch nicht. Ich hatte die ganze Zeit, und das merkte ich auch, als du die Frage stelltest, ich hatte die ganze Zeit dieses Thema Dynamo, die sagen eh noch diesen Spieltag ab. Also ich merke so gerade, dass ich so sozusagen auch so dieses Ding hatte, die sagen diesen Spieltag eh noch ab und ich muss mich damit einfach nicht beschäftigen. Und was Johnny auch beschrieb, ich merke halt, dass es immer näher kommt. Ich merke auch, dass es, also ich war so an dem Tag, als die Ankündigung war, Fußball ist wieder, war ich total indifferent und war so, es ist mir scheißegal. Und dann bin ich echt so Gefühlsschwankungen durchlaufen von totalem Wut, totalem Zynismus. Vorfreude war überhaupt nicht dabei bei mir. Lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß es überhaupt noch nicht. Ich glaube, genau das, was ihr sagt zur Betrugsgruppenvermissung. Die Bezugsgruppe wohnt aber auch häufig in verschiedenen Haushalten, sodass das halt auch einfach, bin ich bei dabei, auch ein Faktor in diesem ganzen Konzept, halt auch einfach nicht möglich ist, das mit der Bezugsgruppe persönlich zu sehen. Ich weiß es nicht. Ich werde es sehen. Und vielleicht mache ich auch einfach komplett gar nichts an, weil es mich so sehr nervt. Ich gucke, wie die Laune kurz vorher ist. Ich merke aber, die normale Vorfreude, so, ach cool, in 3 Tagen ist Heimspiel, ist ein Gefühl, das gerade ganz, 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 ganz weit weg ist. Gut, das ist, glaube ich, bei allen so. Also ich werde AFM-Radio hören, mein Sohn möchte gerne die Konferenz gucken, ich weiß noch nicht, ob ich ihn da noch von abkriege, aber ich werde auf jeden Fall dir zuhören, Tim. Dann darfst du uns jetzt aber erzählen, wie das Spiel denn ausgeht. Wir gewinnen. Cool. 4-0. Ja. Wäre auch mein Tipp gewesen. Das ist ein Schlusswort, Mike. Ja, dann dürfen die anderen beiden jetzt nicht mehr. Nein, natürlich dürft ihr noch. Wer möchte beginnen? Ja. Keine Ahnung. Anna-Maria, bitte du. Ich glaube, dass das so ein ganz hässliches 0-0 wird, ehrlicherweise. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das Spiel sehen werde. Vielleicht gucke ich es mir auch nicht an und entscheide mich dann später noch, es nachzugucken und ärgere mich dann, es nachgeguckt zu haben, weil es einfach ein schlimmer Kick sein wird. Und ich glaube, das liegt einerseits, also wir wissen ja auch, wie unsere Mannschaft schon auch verunsichert ist, wenn komische Fansituationen herrschen, Stichwort Derby letzte Saison. Und ich glaube, das ist ja ähnlich, also das ist eine andere Art von komischer Fansituation, wenn gar keine Fans da sind. Das kann ich auch total nachvollziehen, dass man da sensibel drauf reagiert. Und deswegen wird es ein schlechter Kick. Vielleicht macht irgendwie Diamantakos oder Fährmann noch so ein schönes Ding rein. Aber also auf fußballerische Leckerbissen, so Derby-Style, habe ich mich noch nicht gefreut. Oder freue ich mich nicht. Ja, da sollten wir uns auch nicht drauf einstellen. Also ich glaube, ich habe auch eher das Gefühl, dass das so alles so Sommerkick-Testspiel-Charakter kriegt. Außer, dass es halt um richtig was geht. Aber deswegen habe ich auch gesagt 4-0, weil es ist ja, fühlt sich ja im Grunde an wie so ein Saisonstart. Und am Saisonstart hat man ja, egal wie scheiße die Vorbereitung war, man weiß ja nicht, die Transfers, vielleicht schlagen die doch voll ein und so. Und man denkt man immer, ach so ein 4-0, das ist vielleicht drin. Deswegen 4-0. Du warst diese Saison nicht in Bielefeld, ne? Doch, ich war auch in Bielefeld. Was? Ja gut, das war jetzt bei uns ein bisschen anders. Aber ey, hättest du erwartet, dass wir da 1-1 spielen? Ja, hätten wir vor allen Dingen erwartet, dass... Wer ist der Christian Conte des Wiederanpfiffspiels? Irgend so ein Spieler, von dem wir vorher noch nie was gesehen hatten, der dann das Tor macht. Damit kann ich auch leben. Ich habe noch ein bisschen Sorge, dass jetzt alle irgendwie so total übermotiviert sind und unbedingt was zeigen wollen und reißen wollen und sich deswegen wieder irgendwer unangenehm auf längere Zeit verletzt. Ich hoffe deswegen auf ein sehr laues 2-1. Okay. Ich gehe davon aus, dass eine der beiden Mannschaften mit der Situation komplett... Ich will nicht sagen, überfordert sein wird, aber ich glaube, dass eine der beiden Mannschaften deutlich besser damit umgehen wird als die andere. Und deswegen glaube ich, dass eine Mannschaft mit 3 Toren Unterschied gewinnt. Ich weiß nur nicht, welche. Mit mindestens 3 Toren. Also das 4-0, glaube ich, kann schon sein.
Ja, irgendwer wird gewinnen, ist auch so eine tolle Aussage. Nee, aber es wird kein knappes Spiel. Was Verbindliches. Ich glaube auch nicht, dass 0-0 ausgeht. Ich glaube, dass die Situation so sein wird, dass das für jemanden ganz leicht wird und für den anderen ganz schwer. Und wenn dann eine Mannschaft in Führung geht, dann wird sie das souverän nach Hause spielen. Jetzt sei doch ehrlich, jetzt sag doch, dass du glaubst, St. Pauli kriegt dann auf die Nuss. Okay. Kannst du auch sagen, ist auch okay. Ja. Wir können dich sowieso nicht so richtig leiden. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich wollte mal sagen, wir verlieren 0-4 am Sonntag. Viel Spaß beim Nicht-Angucken des Spiels. Genau, und vielleicht werden wir uns nächste Woche dann in ähnlicher Konstellation oder auch nur zu zweit oder zu dritt wiedersehen. Wir sind da was am Plan dran, aber wir wissen das noch nicht genau. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch dreien für die Zeit, bei euch allen fürs Aushalten. Auf YouTube sagt man immer was mit, abonniert den Kanal und so, ihr kennt das alles. Auf Podcast könnt ihr es auch tun. Und in diesem Sinne, bleibt gesund und wir hoffen einfach mal Sonntag dann auf 3 Punkte. Bis denn, tschö. Tschö. Tschüss.